Schülerinnen und Schüler des evangelischen Gymnasiums besuchen seit Anfang der Woche das Menschenrechtszentrum Cottbus. Sie entwickeln Geschichten zu den Schicksalen politischer Gefangener des ehemaligen Zuchthauses. Aber auch aktuell geflüchtete Menschen werden thematisiert. Sie trafen auf Zeitzeugen, die in der DDR hier gefangen waren, weil sie das Land verlassen wollten. Die Geschichten werden in verschiedenen gestalterischen Mitteln erzählt, sowohl textlich als auch bildlich dargestellt. Damit nimmt das Menschenrechtszentrum Cottbus e.V. an einem bundesweiten Medienprojekt teil. Das Projekt Grenzgeschichten ist ein Projekt der Stiftung Zuhören, der Landesrundfunkanstalten und findet in ganz Deutschland statt, mit verschiedenen Gruppen von Jugendlichen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Themen. Bei all diesen Projekten geht es in irgendeiner Form um Grenzen und es gibt immer einen Projektpartner vor Ort, dort wo das stattfindet. In unserem Fall ist es das Menschenrechtszentrum und das Zuchthaus Cottbus. Finanziert wird das Ganze oder dahinter steht die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und die Idee ist es, ein lokales Thema zu verbinden mit dieser Art und Weise, Geschichten zu erzählen unter Einbeziehung verschiedener Medien. Wie hieß die kritische Zeitschrift von Deutschland? Um auch allgemein was über die DDR zu lernen, gibt es ein paar Aktivitäten mit Denkaufgaben. Aufgeteilt ist das Projekt in zwei Gruppen. Während in der einen die Geschichte eines Isolationshäftlings verarbeitet wird, wird in der anderen die Geschichte von zwei geflüchteten Syrern bildlich umgesetzt. Gero und Florian sind zusammen in einer Gruppe. Sie erzählen die Geschichte des Isolationshäftlings. Also meine Gruppe durfte sich mit Sigmar Faust unterhalten, einem ehemaligen Häftling, der hier in diesen Räumlichkeiten 401 Tag in Isolationshaft saß. Und das ist natürlich sehr bewegend, sowas zu hören. Und also unser Interview, was professionell geführt wurde, sollte 10 Minuten gehen, ging 20 Minuten. Und generell hatten wir eigentlich, waren dafür 1,5 Stunden angesetzt. Wir haben 3 Stunden mit unserem Zeitzeugen geredet und weil einfach sozusagen wir alle immer mehr wissen wollten, interessiert waren an dem, was er uns zu sagen hatte, weil das ein Erlebnis ist, was man, glaube ich, nicht so oft hat. Dann haben wir dieses ganze Material gesichtet, dazu dann die Inhalte aufgeschrieben, geordnet und das tun wir jetzt zu einer Geschichte zusammenfassen, die wir dann online auf grenzgeschichten.net stellen. Noch bis morgen haben die Gruppen Zeit, um alles fertigzustellen. Dann gibt es vormittags eine Präsentation im evangelischen Gymnasium.